Hallo, mein Name ist Andrea und ich habe drei Hunde. Und zwar, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Da sieht man Diana. Dann habe ich meinen Opi, fast schon Opi Amaru. Der jetzt ganz frech in die Kamera schnuppert. Und dann habe ich noch mein Wuschel. Die Emma, wo ist die Emma? Ich finde sie nicht. Da ist die Emma. Ja, und ich wollte euch heute einmal erzählen von meinem Coaching mit Alexandra. Also wenn ich mich zurückerinnere an mein erstes Gespräch mit der Alexandra, da war alles sehr düster und sehr schwer. Oh, ich war eigentlich ja, ziemlich ratlos, war am Ende, alles war nur noch Druck und ein Kampf mit den Hunden. Also ich war schon ziemlich verzweifelt. Und wir haben uns dann so nach und nach an die Ursachenforschung gemacht, warum das alles so ist und warum die Hunde so reagieren in manchen Situationen, warum sie so reagieren, ob das mit mir zusammenhängt oder ob es an den Hunden liegt. Also es ist ganz klar, ganz, ganz viel hängt natürlich an mir, was ich den Hunden signalisiere, was meine Einstellung, meine Gedanken, also auch meine Baustellen, die ich habe mit bestimmten Themen, die dann die Hunde nach außen tragen. Und je mehr wir das aufgepfriemelt haben, umso leichter wurde es eigentlich auch. Also es war dann für mich so, dass ich das nicht mehr alles so negativ sah. Ich kann jetzt meine Hunde besser verstehen. Ich habe ganz, ganz viel Druck, hat es rausgenommen bei mir und bei den Hunden. Also ich war oft auch wirklich sehr, sehr angespannt. Und diese Anspannung hat sich gerade hier auf Fiana immer übertragen. Und hat die Anspannung, die ich hatte, die hat dann einfach sie als oft zum Explodieren gebracht. Da hat echt die Fliege an der Wand gereicht, um auszulösen, dass sie die Emma attackiert hat, wegen Situationen, wo eigentlich gar nichts war. Und einfach alleine, dass wir das jetzt gelöst haben, dass wir erkannt haben, meine Anspannung trägt dazu bei, also hat schon ganz viel bewirkt bei den Hunden und auch bei mir. Also es ist schon wesentlich entspannter alles. Und meine drei, die haben ja schon so ein paar Herausforderungen mit auf den Weg gegeben. Und mittlerweile muss ich sagen, dank Alexandra bin ich jetzt auf dem Weg, die Herausforderungen anzunehmen, sie eigentlich als Geschenk zu sehen, dass ich davon nur lernen kann. Also meine Hunde sind echt bei mir, damit ich lernen kann. Und ja, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Das Beispiel Jagen zum war ja auch, ist auch so eine Herausforderung, die ich habe, gerade mit meinen zwei Mädels hier. Letztens war echt schon so, wir sind mittlerweile so weit, dass wir schon Rehe aus Entfernung beobachten können. Und Emma sitzt einfach nur schräg hinter mir und Jana steht nebendran und guckt den Rehen nach. Und sie steht nicht mehr schreiend in der Leine drin. Also das sind für mich schon riesen, riesen Fortschritte. Oder letztens ist sogar ein Reh 20 Meter vor uns aus dem Gebüsch raus. Sie hat kurz hochgeguckt und hat weiter geschnüffelt. Also das sind mega Fortschritte, die wir haben. Und ich kann es wirklich jedem nur raten, der offen ist, an sich zu arbeiten, an seinen Themen zu arbeiten. Und auch offen ist, sich seinen Hunden zu öffnen, zu gucken, was für ein Typ Hund habe ich da, was braucht der von mir. Und wer wirklich offen ist, sich darauf einzulassen, der gewinnt in diesem 6-Wochen-Programm ganz, ganz viel. Eine total neue Sichtweise auf seine Hunde, eine neue Sichtweise auf sich selbst. Also man kann wirklich, es ist ein Gewinn für alle Parteien. Also ein ja, ich zum Beispiel, ich habe jetzt drei komplett unterschiedliche Hunde. Jeder braucht irgendwas anderes von mir. Und
das zu erkennen, ich meine, mir war schon klar, jeder braucht was anderes, aber jetzt so das genau zu erkennen, was ist Emma für ein Typ Hund, was muss ich ihr geben, damit sie, wie soll ich sagen, damit sie ist oft sehr aufgeregt, unsicher, was kann ich ihr geben, damit die Unsicherheit verschwindet, dass das Aufgeregte verschwindet, was braucht sie? Jana, sie ist so ein kleines Fräulein Rottenmeier, was braucht die? Damit sie wieder in ihre Mitte kommt. Also einfach, ja, wer neugierig ist, wer offen ist und wer bereit ist, sich Neuem zu öffnen, also der kann durch dieses Programm nur gewinnen. Also ich kann wirklich sagen, für mich war alles nur noch Druck und nur noch Kampf und mittlerweile ist vieles, vieles ist leichter geworden. Dieser ganze Druck, den ich jetzt rausgenommen habe, der führt wieder ein bisschen zu Entspannung. Also wirklich, ich kann es jedem nur ans Herz legen, dieses Programm durchzumachen und einen neuen Blickwinkel zu bekommen, auch auf die Hunde. Und wie ihr seht, ich bin in einem sehr wildreichen Gebiet. Meine Jägerinnen sitzen da, gucken, beobachten. Mein Amaru ist da eh entspannt. Und wie schon gesagt, ich kann es jedem nur raten, an dem Programm teilzunehmen. Ihr gewinnt auf alle Seiten. Und ich bin Alexandra so dankbar, dass sie mich an die Hand genommen hat und mir jetzt den Weg aufgezeigt hat, den ich zu gehen habe. Und ich weiß, Alexandra kann auch nicht zaubern. Also meine Herausforderungen, die ich habe mit meinen Hunden, die können wir nicht hokuspokus wegzaubern. Das ist ein Weg und der Weg braucht Zeit. Und ich bin einfach nun bereit, den Weg zu gehen und neue Türen aufzumachen, alte zuzuschließen. Und ja, bin einfach nur gespannt, was so die nächsten Wochen und Monate noch an Veränderungen bei uns bringen. So.